Guten Tag und herzlich willkommen heute hier in unserem neuen Video. Was machen wir? Es kommt immer öfters vor, dass Leute fragen, hey, was muss ich eigentlich machen? Wie bestelle ich bei euch? Wie nutze ich euren Floor Designer? Wie muss ich meine Garage ausmessen? Und das hat uns jetzt dazu bewegt, dass wir gesagt haben, hey, wir machen einfach diese Woche das Video über meine Garage. Ja, wir haben hier eine Garage bei uns. Das wird so unser Showroom. Das heißt, wenn jemand vorbeikommt und das einfach mal sehen möchte, dass man zeigen kann, guck, so sieht's aus, die Möglichkeiten hat man. Und von dem her ist es perfekt für uns. Es ist ziemlich schwierig gerade momentan, weil ja keine Events sind. Deswegen wird das Ganze ein bisschen technisch und soll einfach für euch als Grundlage dienen, um das einfach zu machen. Wir haben zum Beispiel auch solche Sachen wie hier. Eine Vorlage fürs Ausmessen, also eine Vorlage, wie nennt sich das, Grundrissskizze-Vorlage. Genau, Grundrissskizze-Vorlage hört sich doch toll an. Also im Prinzip eine Vorlage, wie messe ich was richtig aus und was muss ich achten, gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Sandro, ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter, wir nehmen euch gerade mit. Ja, das ist unsere kleine Garage, die wir eben haben. Das sind Gerüste, Traktor und sowas, was man alles braucht. Und da steht auch noch ein Auto drin. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Da können wir so eine Art Showroom machen, weil das ist einfach realitätsnah. Eine Garage. Was haben wir in der Garage alles? Wir haben hier verwinkelte, wir haben eine Tür. Wir haben diese Türrahmen, wo man eben einschneiden muss. Und deswegen eignet sich das perfekt. So, da ich ja sonst immer vor der Kamera stehe und euch einen Wolf erzähle, machen wir es heute mal anders. Sandro, ja. Du bist heute vor der Kamera, weil du machst schließlich die Planung und das Design bei uns im Haus. Das heißt, das ist dein Metier. Du kannst es besser erklären, weil du musst nachher den Leuten praktisch das designen und brauchst von denen die Daten. Deswegen sag einfach Servus Performance for Friends. Servus Performance for Friends. Jawohl, gut. Ja. Gut. Also, sauber ist es, wenn es gefegt. Es sind alle Steine weg, alles was den Boden stören könnte. Und jetzt wäre der nächste Step einfach die Planung, also die Garage ausmessen. Und dazu findet ihr eine Planungshilfe, eine Vorlage auf unserer Homepage. Die sieht nämlich so aus. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ein bisschen näher. Genau. Da ist alles drauf, was wichtig ist für mich, für die Planung, für uns. Hebebühnen müssen genau ausgemessen werden. Da geben wir Tipps, von wo messt ihr das am besten aus. Wenn ihr jetzt eine Hebebühne habt, dann messt die bitte von einer Wand weg. Wie breit ist die Hebebühne? Wie viel Platz befindet sich dazwischen? Säulen sind ganz wichtig, dass die bemessen sind. Größere Fenster ist auch für uns wichtig, weil unser Boden, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, dehnt sich bei Wärme aus. Das heißt, wenn ihr da ein riesen Fenster in der Garage habt, dann kommt da natürlich viel Sonne rein und dann müssen wir das wissen, weil dann müssen wir mehr Dehnfuge zu den festen Bauteilen lassen oder einfach eine Reihe mehr Expansionsteile mit einplanen. Was ist noch wichtig? Türen natürlich, dass ich weiß, ob ihr Seitenteile platziert haben wollt, ob ich sie da platzieren soll. Nischen natürlich und was ganz wichtig ist, was bei mir an der Planung meistens vergessen wird, ist immer dieses Maß 6 und 8. Das Tor ist für mich wichtig, aber noch wichtiger sind die Maße 6 und 8 und zwar nämlich die Wände links und rechts vom Tor. Die können unterschiedlich sein, die können mittig platziert sein, aber auf jeden Fall brauche ich die. Genau. Jetzt sieht man das. Also hier haben wir das Garagentor und dann haben wir ja meistens hier nochmal eine Wand am Garagentor, die kleine. Und dieses Maß wird natürlich auch benötigt, dass wir da richtig planen können. Genau, das können wir eigentlich gleich hier zeigen. Bei uns wäre dieses Maß jetzt rein theoretisch, wir haben hier eine Nische. Das ist unser Garagentor und dieses Maß wäre jetzt bei uns das Maß 6 oder 8. Genau, dieses Maß brauche ich auch, weil der Boden soll ja von hier an beginnen, von dieser Seite aus soll der Boden beginnen. Das soll nicht am Tor direkt beginnen, sondern an dieser Wand. Hier haben wir jetzt auch, ja okay, eine kleine Nische, sage ich mal. Auch dieses Maß benötige ich, rein theoretisch. Sieht man noch schön viel Spinneweber, die machen wir nachher noch weg. Dieses Maß benötige ich auch. Genau. Dann für manche, dieses Maß 9 ist eigentlich auch sehr wichtig.
Das soll einfach bedeuten, wo soll der Boden beginnen. Wir empfehlen eigentlich zu 99%, dass der Boden beim Garagentor vor dieser Gummilippe beginnt. Warum? Mein Bruder hat es schon mal im Video erwähnt, wir sagen es jetzt aber gerne nochmal. Unser Boden ist 1,8 cm hoch. So. Diese Tore sind meistens dazu darauf programmiert, bündig mit diesem bestehenden Betonboden zu schließen. Man hat also nicht mehr genug Platz, dass da kein Wind reinkommt, kein Laub etc. Wenn unser Boden erst drauf kommt und man legt den durch, dass das Seitenteil zum Beispiel auf der anderen Seite ein bisschen rausguckt, dann schließt das Sektionaltor, sagt, oh, da ist, ich werde blockiert, ich muss eigentlich noch 2 cm tiefer fahren, geht aber mit unserem Boden nicht, dann fährt es wieder hoch, dann kriegt es nicht mehr geschlossen, dann müsst ihr das Garagentor neu programmieren. Deswegen müsst ihr mir auch dieses Mal sagen, dass ich weiß, okay, ich darf hier anfangen, bei 20 cm hinter dem Garagentor oder 3 cm, was auch immer. Das Maß ist ja x-beliebig. Gut, wenn man das selber plant, ja, dann tut man ja praktisch den Boden schon mal verlegen, die erste Reihe, und legt es dann praktisch ans geschlossene Tor hin. Exakt. Genau, dann habe ich das schon mal weg, wenn ich das selber plane. Genau. Weil in den meisten Fällen kann man das selber planen mit unserem Floor Designer. Ja. Und wenn es mal die Maße 14 auf 14 Meter übersteigt, dann schickt man das zu uns rein und dann planst du das. Genau, so ist es. Genau, so ist es. Genau, ja. Okay, was machen wir jetzt? So, jetzt geht's ans Ausmessen. Gut. Genau, hier präsentieren wir noch unseren, neu in unserer Familie, unseren Performance Floor Hugo heißt er. Das ist ein von mir erfundener Werkzeugwagen, Montagewagen, wo wir dann einfach in Zukunft unser ganzes Werkzeug immer drin haben und nicht immer mühevoll zu jeder Montage da unser Werkzeug zusammen zu suchen müssen, sondern hier ist alles an Ort und Stelle. Hier hat jede Box sein Foto und sein Werkzeug drin mit der Produktliste. Genau. Ja. Ausmessen von eurer Garagen. Am einfachsten macht ihr euch mit einem Laser. So ein Teil haben wir uns gekauft. Da könnt ihr am schnellsten mit ausmessen, am genauesten mit ausmessen. Ansonsten natürlich mit Meterstab. Genau. Oder Maßband. Das ist alles, kann man alles mit einer Garage ausmessen. Genau. So, dann legen wir los. Also ich gehe meistens so vor. Ich stehe jetzt in meiner Garage, gucke aufs Tor. Dann male ich mir erstmal das Tor auf. Dann habe ich da vorne, genau, komm mal rum, genau. So sehe ich das. Dann habe ich da vorne eine Nische, also ich habe hier ein Wandstückchen, dann habe ich eine Nische, springe hier wieder zurück und dann kommt die Garage hier in der Länge. So lang soll sie werden. So, das zeichne ich hier rüber und hier zeichne ich eine Türe. Das Tor befindet sich hier und hier beschrifte ich dann mit Tor und hier habe ich eine Türe. Okay, soweit klar. Das ist eigentlich unser Grundriss. Und jetzt fange ich an, mir die Garage oder die ganze Maße einzuholen. Das heißt, ich gehe jetzt nach da hinten hin, sage, diese Nische, ja, ist 15 cm breit. Die Länge von der Nische ist 1,19 Meter und geht auch wieder 15 cm raus. Also 15 cm Was war es, 1,20 Meter? Ja. 1,19 Meter. 1,19 Meter. Warum machen wir dann 1,20 Meter draus? Das ist genau im Maß. Das ist fast okay. Eben richtig, genau. Weil ihr wisst ja, dass ihr 3 cm Dehnfuge mindestens lassen müsst von festen Bauteilen, die Wände. Alles, was euch in den Boden, mit dem Boden in die Quere kommt, müsst ihr Dehnfuge davon lassen. Das ist ganz wichtig. Ihr gebt mir aber das Istmaß, die Dehnfuge zeichne ich euch dann natürlich in der Planung mit ein. Und wenn ich selber plane? Wenn ich selber plane, dann müsst ihr es ja natürlich abziehen. Das heißt jetzt, ihr habt ein 15 Istmaß, da wird dann ganz schnell 12 draus.
Genau, mindestens 3 cm auf jeden Fall mit einem Plan. Ja, die meisten machen sich ja immer Gedanken drum und sagen, ah ja, aber wenn ich eine Dehnfuge habe, dann liegt doch der Dreck nachher drin. Aber letztendlich habe ich ja keine 3 cm immer, weil der Boden dehnt sich ja bei Wärme aus. Das heißt, der schrumpft dann runter auf 1,5 auf 1,2 cm. Es ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil sonst passiert was, wenn ich die Dehnfuge nicht lasse. Ja, dann stellt sich der Boden auf. In der Mitte, weil er links und rechts ansteht oder an diesem festen Bauteil ansteht, dann stellt der Boden sich irgendwo auf. Und wenn man natürlich ein tiefer gelegtes Auto hat und der Boden stellt sich genau in der Sekunde auf, wo das Auto drin steht, und man fährt dann raus, Frosch Mahlzeit, neue Unterboden. Ja. So, bei uns ist es jetzt so, wir haben hier eine sehr lange Garage. Wir legen jetzt nicht die ganze Garage mit dem Boden aus, weil das dahinter ist bei uns eigentlich nur Krempel, was man nicht sehen soll. Bei uns im Showroom, deswegen kommt hier irgendwann mal irgendwo in dieser Position ungefähr, kommt mal eine leichte Trennwand rein, die bauen wir dann noch rein. Deswegen haben wir jetzt hier einfach mal angenommen, unsere Garage geht nur bis hier, okay? Also, jetzt messe ich mit einem Laser. Wir haben vorher bis hierhin gemessen, also muss ich jetzt noch von da bis an die hintere Wand mit dem Laser messen. So, da haben wir 4,90 Meter, 4,89 Meter, 4,90 Meter mache ich da draus. Weil da kommt ja noch die Wand da später hin. Genau, richtig. Da messe ich dann ein schönes Maß in 4,90 Meter. So, jetzt brauchen wir die Breite, die Gesamtbreite. Die ist einfach. Wir setzen an und messen unsere Gesamtbreite mit 2,85 Meter. Okay, trage ich auch ein. Jetzt messe ich von hier bis zur Türe. Gianluca, du kannst mal kurz. So können wir euch beim Laser ein bisschen behelfen, dass ihr immer einen Anschlagsmesspunkt habt. So, wir waren ungefähr hier. Haben 4,75 Meter. Meter 1,20 Türe. Frage das ein. Dann ist noch dieser kleine Komplex hier von der Türe bis zur Wand und von Wand bis Tor. Das haben wir natürlich auch noch. Bis zur Wand und von der Wand bis zum Tor. So, hier sehe ich schon, hier unten ist die Schiene. Der Boden könnte drunter passen. Er passt drunter, gefällt mir aber nicht. Ich lege den Boden nicht bis an die Gummilippe, sondern ich entscheide jetzt einfach, weil es meine Garage ist, ich lasse den Boden ab hier vor dieser Schiene anfangen. Ist ja auch kein Problem. Genau, das heißt, ich messe jetzt von dem Punkt aus, wo ich den Boden anfangen will, und zwar 11 cm. 11 cm von der Wand weg, und er soll auch hinter dieser Schiene erst anfangen. Sind wir bei 9 cm. Jetzt muss ich noch 3 cm Dehnfuge lassen, dann sind wir bei 12 cm. Also 11 und 12 cm. Das ist der Startpunkt von unserer Bodenplatte am Garagentor. Meine 11 cm und meine 12 cm. Dann können wir schon loslegen. Ja. Was ich jetzt noch kurz sagen will. Wenn ihr fit seid, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr jetzt einen rutschigen Boden habt in der Garage, dann könnt ihr mir das schon auf das Blatt schreiben. Ich habe einen rutschigen Boden. Das schreiben wir jetzt mal drauf, rutschiger Boden. Das heißt, oder schreibt ihr mir Fliesen oder sowas, meinst du jetzt mit rutschiger Boden? Genau, Fliesen. Also ja. Glasbeschichtete Fliesen sind meistens sehr, sehr, sehr rutschig.
Dann weiß ich nämlich, dass ich euch EBDM einplanen muss oder soll. Unser EBDM habe ich euch vorher schon gesagt. Das sieht so aus. Genau. Du hebst mal. Genau. Das ist unser EBDM-Band, das ist ziemlich dünn, sehr robust. Und das legen wir dann einmal bei der Einfahrt komplett über die Breite rüber. Das werden dann bei uns die 2,85 Meter Breite. Wird einfach dann abgeschnitten von uns und es wird euch zur Palette oder zum Karton beigelegt. Dann wisst ihr, okay, ich muss es beim Tor mit drunter legen, beim Verlegen. Also gibt es auch bei uns, kann man bei uns erwerben, ja? Genau, richtig. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hoch an den PC, das heißt, wir haben jetzt die Maße und allem, gehen jetzt hoch an den PC und tun mal wirklich so, wie es normal wäre, ein Floor Design auf unserer Homepage mit Floor Designer erstellen. Genau. Ein Floor Design mit unserem Floor Designer. Ja, genau. Gut, dann gehen wir mal hoch. Und da sind wir auch schon wieder, und zwar jetzt hier am PC und am Arbeitsplatz. Weil wir euch jetzt einfach zeigen, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Expansionsteile bei uns über den Floor Designer geht nicht. Hat einen Grund, weil das dann teilweise mit der Planung so für Verwirrung gesorgt hat bei den Leuten, die dann teilweise wirklich nur eine kleine Spur gemacht haben, aber gar nicht die ganze Breite gemacht haben von der Garage. Und die sind ja 10 cm breit, das heißt, wir haben 10 cm Expansionsteile gehabt und dann war ein Loch von 10 cm, weil das nicht weiter geplant worden ist. Und lauter solche Geschichten, deswegen haben wir gesagt, okay, willst du Expansionsteile haben, frag an bei uns, wir planen das für dich. Wenn du sagst, Expansionsteile brauche ich jetzt keine, ich will keine LED-Lichter oder irgendwas drin haben, sondern ich will einfach meine ganz normale Garage planen, dann kannst du das mit unserem Floor Designer machen und wir zeigen jetzt mal, wie das geht. Dazu tun wir mal die Kamera umschwenken. So, das heißt, ihr geht bei uns auf die Homepage www.performance-floor.com. Dann seht ihr entweder hier oben unter Floor Designer das, wo ich dann praktisch machen kann, oder wir haben unten noch eine Rubrik eingebaut, mach's dir selbst. Und da kann ich auch auf den Floor Designer gehen. Das heißt, wir gehen dann auf den Floor Designer drauf und im Floor Designer sehe ich dann hier oben eben die Breite, dann die Tiefe und hier die Gesamtfläche in Quadratmeter. Kann dann hier die Produkte auswählen, entweder die Raise oder Raise Flat. Wir empfehlen ja die Floor, Spot und Grip eigentlich nur zum Logodruck, da das hier eindeutig die besseren Fliesen sind. So, wenn ich jetzt bei den Produkten bin, ich sehe jetzt hier bei der Race hat es einen Haufen Farben. Und wenn ich jetzt auf Race Flat gehe, sind es weniger. Das ist auch mit Absicht so. Das ist einfach unser Verkaufsschlager, da haben wir mehr Farben. So, was mache ich jetzt? Wir haben ja jetzt diesen Plan hier gemacht. Praktisch unseren Plan mit dem Tor. So, jetzt sehe ich hier unten Einfahrt. Steht hier unten Einfahrt mit dem Pfeil nach oben. Das heißt, hier unten ist euer Garagentor. Das heißt, was wir machen müssen, wir drehen unseren Plan, dass unser Tor auch unten ist. Mit unseren Maßen. Genau. So, Sandro. Was machen wir jetzt? Genau. Für mich steht schon fest, meine Garage soll auf jeden Fall nicht Standard, wie jetzt hier in dem Programm, dunkelgrau sein, sondern soll schwarz werden, weil mir schwarz einfach am besten gefällt. So, dann wähle ich hier auf jeden Fall aus schwarz und wir haben den Race, okay, in schwarz und sagen jetzt hier auf alle anwenden. Dann wird nochmal nachgefragt, wollt ihr das wirklich? Okay, will ich. So, es ist die ganze Fläche schon mal schwarz. Jetzt beginne ich meine Maße einzugeben. Bei uns ist ganz, ganz wichtig, wir haben eine Gesamtbreite von 2,85 Meter, aber es kommt noch diese Nische dazu, diese außenliegende Nische mit 15 cm. Das heißt, wir müssen die 2,85 Meter plus die 15 cm eingeben, dann wären wir bei 3 Meter. Also geben wir die 3 Meter ein und gehen dann, so, jetzt haben wir 3 Meter. Dann haben wir eine Länge von 4,90 Meter, was wir gesagt haben, und da kommen dann noch die 1,19 Meter dazu. Dann sind wir bei 5,89 Meter. 6,09 Meter. 6,09 Meter, genau. Stimmt, ja. Und da machen wir das einfach 6 Meter draus. Weil, wir haben ja gesagt, wir ziehen eh noch eine Wand rein und wir wollen ganze Fliesen, deswegen machen wir 6 jetzt draus. Genau, dann haben wir nicht so viel zum Schneiden. Also 6.
So. Was ist jetzt passiert? Wir sehen jetzt hier grau. Ja? Das heißt, wir haben jetzt die Größe umgeändert und hier sind jetzt Fliesen, die man schneiden müsste. Und deswegen sagen wir, okay, hier ist jetzt grau, das heißt, wir haben jetzt die große Fläche kleiner gemacht. Das heißt, wir tun dann jetzt wieder auf schwarz gehen. Genau. Dann sagen wir auf alle anwenden. Oder auf alle anwenden, genau. Das ist der schnellere Weg. Ich kann das natürlich auch mit dem Mouse-Over, kann ich das, oder mit der Maus kann ich das ziehen. So, jetzt machen wir noch rote Striche rein als Beispiel. Ich würde, ja, oder so. Einfach nur als Beispiel zum Zeigen. Genau, ich will jetzt hier einen roten Strich haben. Und ja, hier. So. Genau. So, und jetzt wollt ihr noch eine Shagged Flag hier unten drin haben. Cool. So, genau. Oder ihr könnt auch alles hier als Schachbrettmuster reinmachen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Da könnt ihr echt euren gedankenfreien Lauf lassen und euch das so planen, wie ihr es haben wollt. Genau. So, dann gehen wir auf weiter. Nein, gehen wir nicht. Nee, wir haben noch nicht. Ausgesparte Bereich, wir müssen die Nische hier noch einbauen. Genau, der Teil hier, wir haben ja hier eine Nische drin. So, dadurch, dass wir jetzt 3 Meter angegeben haben, müssen wir hier haben wir auch wirklich 3 Meter, aber hier hinten haben wir nur 2,85 Meter. Deswegen gehen wir jetzt hier auf ausgesparten Bereich. Wir klicken auf das Plus und sagen hier Nische 1. So, die ist natürlich eckig, passt. So, jetzt geben wir diese Maße von dieser Nische ein. Die haben wir berechnet mit 15 cm Breite. Das sind 0,15. Gehen weiter und die ist 4,90 Meter lang. So, das ist sie. Die befindet sich bei uns an diesem Punkt bündig mit ganz hinten. So. Das heißt, wir haben jetzt hier die Nische eingebaut und hier unten sieht man das ganz toll. Das heißt, das haben wir jetzt weggemacht. Was macht das Programm? Das Programm rechnet dann gleich diesen ausgesparten Bereich weg. Genau. Genau. So, dass man jetzt sieht, schön, so sieht es bei uns aus. Das sieht genau gleich aus. Wir haben hier unseren ausgesparten Bereich. Den haben wir hier genauso. Super. Genau. So. Gut, weiter geht's. Wir haben ja dann noch die Türe. Die haben wir jetzt praktisch dann nicht eingezeichnet. Sieht man das sogar durch? Genau, das sieht man sogar durch. Das heißt, wenn ich jetzt das hier drüber lege, dann sieht man ungefähr, hier habe ich jetzt die Nische, da ist mein Bodendesign und hier habe ich ja noch die Türe von 1,20 Meter, die ich aber ja nicht berücksichtigen muss, weil da kommen dann Seitenteile hin. Genau. Oder ich lege es mit dem Boden aus, geht auch. Das heißt, ich gehe dann einfach auf Weiter. Unten auf Weiter. So, jetzt kann ich noch Seitenteile dazu machen. Das heißt, wir haben hier oben die Farben der Seitenteile und der Ecken. Ich muss an der Wand, muss ich keine Seitenteile dran machen, weil da lasse ich ja die Dehnfuge. Ich mache unten an der Einfahrt, da mache ich praktisch die Seitenteile hin. Das kann der Sandro mal schön machen. Das mache ich auch noch, was ich noch dazu sagen muss. Ihr seht jetzt ganz schnell, dieses Programm sagt euch gleich, wo könnt ihr Seitenteile hinmachen. Man sieht an diesen geschnittenen Platten, da habt ihr ja natürlich die Ösen oder die Stifte weggeschnitten. Da ist es nicht mehr möglich, mechanisch eine Verbindung zu schaffen. Da könnt ihr keine Seitenteile anbringen. Brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen die Seitenteile bloß an der Einfahrt oder wo Türen sind. So, wir sagen jetzt hier, okay, hier möchte ich jetzt Seitenteile in schwarz, natürlich zu schwarze Platte, mache ich schwarze Seitenteile hin. Sieht man es ganz genau. Dann brauche ich roten Seitenteile, 2 Stück hier und hier. Und möchte weißen Seitenteile an der weißen Platte. So, jetzt weiß ich, ich habe hier noch eine Tür, diesen 1,20 Meter breit. Unsere Platten haben 40. Dann mache ich hier auch Seitenteile hin, 3 Stück in schwarz. An die Seite, wo die Tür kommt. So, genau. So, jetzt kann es sein, ich möchte noch ein Logo dazu machen. Als Beispiel Logodruck. Da kann ich dann hier unten einen Logodruck auswählen. So, dann sagt der Wunschlogo, wir nehmen da PNG-Dateien, werden dann nur unterstützt. Das heißt, ich gehe auf Durchsuchen und kann dann hier, da ist schon, kann dann hier als Beispiel irgendein Logo jetzt mal nehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal ein. Ja, nimm doch da eins, ist doch egal, nimm einfach irgendein Logo. So, ich möchte ein AMG-Logo haben, sag da auf OK.
und dann tut es das praktisch hochladen. Was ich jetzt natürlich habe, als Beispiel, wir haben ja gesagt, wir nehmen die geschlossenen Platten zum Drucken. Das heißt, ich kann dann hier zurückgehen. Kann langsam. Praktisch es ist auf, genau. Hier gehst du jetzt auf zurück. Und dann nimmst du, du weißt jetzt, du möchtest dein Logo hier unten drin haben. So, dann nehmen wir hier unten die Floor. Nehmen wir mal rot als Beispiel. Genau, und verbinden die untere hier. So, genau. Das heißt, ich gehe dann wieder auf Weiter und setze dann hier als Beispiel jetzt das Logo ein. So, was ich jetzt hier sehe, die Logo-Größe passt nicht. Ich habe 2x4 Klickfliesen, das heißt, das ist jetzt ein 8er. Logo, 8 Platten Logo. Ich möchte aber ein 2x3 als Beispiel haben. Dann kann ich nämlich hier das 2x3 reinsetzen und kann dann hier ein AMG Logo draus machen. Oder ich möchte, merke jetzt, ach, das Rot gefällt mir doch nicht, gehe zurück wieder, gehe auf Weiß und mache die Fliesen jetzt meinetwegen weiß und mache ein weißes, das Ganze als Weiß dann rein. Genau. Okay. Wir haben jetzt ein Logo rein. Ich kann natürlich auch mein eigenes Logo nehmen. Ich kann Familienfoto nehmen. Ich kann nehmen, was ich will und kann das da drauf drucken. Genau, richtig. Wir haben jetzt das AMG-Logo nur als Beispiel mal genommen. Ich schmeiße es jetzt wieder raus. So, dann gehen wir weiter. Hier habe ich jetzt dann praktisch die Auflistung. Nicht wundern, bei uns wird im Hintergrund auch telefoniert noch. Es wird ja was gearbeitet. Das heißt, hier habe ich dann die Auflistung. Und kann dann sehen, dann, okay, was brauche ich? So, jetzt interessiert mich natürlich, was kostet mich das? Da kann ich entweder hier auf unverbindliches Angebot gehen oder ich sage gleich hier in den Warenkorb rein. Machen wir mal in den Warenkorb. 25 Produkte zum Warenkorb hinzufügen, jawohl. So, dann zeigt er mir nochmal an, was er alles hinzugefügt hat in unserem Warenkorb dann. Sehe ich dann hier unten und hier sehe ich dann auch die Preise und sehe, Gesamtsumme sind dann die 764 Euro. So, und dann kann ich hier sagen, weiter zur Kasse. Jawohl, ich möchte zur Kasse weiter. Dort gebe ich dann Namen, Nachnamen ein, wo wohne ich, die Adresse, allem drum und dran. Wie ihr das ja von anderen Dingen wisst, alle Felder mit einem roten Stern sind natürlich Pflichtfelder. Die brauchen wir unbedingt, dass wir das auch richtig abwickeln können. Genau, ich kann dann hier per direkte Bank überweisen oder per PayPal. Das kann ich dann auswählen und kann dann weiter zu PayPal und das Ganze bestellen. Ganz easy. Genau, hier sieht man jetzt auch nochmal den Warenkorb. Genau. Was beim Floor Designer eigentlich auch noch sehr cool ist, ihr fangt heute den Design an und sagt dann, so, jetzt möchte ich noch mit meiner Frau drüber sprechen, die ist aber gerade nicht zu Hause. Also fange ich an, mein Design zu speichern. Das könnt ihr auch gerne machen. Dann ist euer Design gespeichert und beim nächsten Mal, wenn ihr wieder auf unsere Homepage kommt, mit demselben PC aber, ist dieses Design noch gespeichert und kann wieder aufgerufen werden. Genau, Design wurde gespeichert. Ja. Das heißt, ich schließe da meinen Browser als Beispiel, gehe damit da rein, dann lädt er das praktisch und dann kann ich sagen, hier, das Bam. Ist mein letzter Floor Design. Genau, richtig. Mein letzter Floor Design, mein letztes Floor Design. Auch hier nochmal die Hinweise, dass es sich ausdehnt, dass man Abstand zu festen Bauteilen haben soll und die Dehnfuge jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein sollte. Genau, so, angenommen, wir haben jetzt eine Halle, wir sind Aufbereiter oder Verlierer, haben eine Halle und das übersteigt das Maß 14 auf 14. Das heißt, wir gehen zurück. So, beziehungsweise unsere Halle ist 18 Meter lang. Oh, kommt gar nicht. 18 macht er gar nicht, weil da bringt er gleich eine Fehlermeldung. Höhe und Breite zwischen 0,4 und 14 Meter darf das liegen. Ja, wenn ich jetzt 18 Meter habe, ich habe jetzt schon alles ausgemessen, was mache ich dann? Ganz einfach. Das heißt, wir gehen dann hier auf Kontakt und Anfrageformular, gehen dann praktisch drauf. So, dann gehen wir hier unten hin und dann geht es auch schon los. Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon. Ganz wichtig ist, gebt uns eure Telefonnummer. Weil dann, wenn wirklich mal Rückfragen sind, können wir kurz anrufen. Es ist viel schneller geklärt als über den E-Mail-Weg. Und auch der Kontakt ist einfach viel, viel besser, weil man einfach schneller Sachen besprechen kann. Wir tun keine Werbeanrufe machen oder euch mit irgendwas belästigen.
So, das heißt, wir haben auszustattende Räumlichkeit. Wir sind ja jetzt in dem Fall Folierer oder sind Lackierer oder sind Aufbereiter. Das heißt, wir haben eine Werkstatt oder sind eine Autowerkstatt. Wir haben momentan Beton drin. So, Grundriss oder bemaßte Skizze. Das heißt, das tue ich dann auch gleich hochladen. Als PDF, genau, das ist dann jetzt praktisch unser Projekt, was wir hier haben, laden wir jetzt mal als Beispiel hoch unsere Garage, die wir jetzt ausgemessen haben. So, gewünschtes Oberflächendesign, nehmen wir die Rays, gewünschte Farben, schreiben wir mal rein, rot, genau, rot, blau, blau, schwarz und weiß, ja, schwarz-weiß und gelb. Genau. Na. So, rot, genau. Blau, schwarz, weiß und gelb. Das heißt, wir tun dann einen Logodruck, haben wir jetzt hier als nächstes. Ja, wir möchten Logodruck, also sagen wir durchsuchen und gehen dann mal praktisch das Logo. Nehmen wir das Performance Floor Logo als genau, Beispiel. Richtig. Jetzt gehen wir auf unser Logo und sagen hier. Da haben wir ja dieses Zweiplatten-Logo eigentlich. Richtig? Da ist Floral Made by auf schwarz. Als Beispiel jetzt. Auf schwarz. So, tun das hochladen. So, Logo-Größe. Nehmen wir einfach jetzt mal einen Zweier. Anmerkung. Bitte um Planung. Genau. Bitte um Planung. Genau. Und dann unten natürlich ganz wichtig. Das Einverständnis von euch, dass eben die Daten elektronisch gespeichert werden, zum Zweck der Kontaktaufnahme dienen und nicht an Dritte weitergehen. Gut, kostenlose Anfrage senden. So, jetzt sehe ich hier, der übermittelt jetzt mit diesem Kreis, der sich dreht. Da wird eben nochmal alles geprüft, ist alles richtig eingegeben. Thanks for your message, it has been sent. Genau. So. Grün ist immer ein gutes Zeichen. Solltet ihr irgendeine Angabe vergessen haben oder nicht eingetragen haben, wird der Browser sich bei euch melden und das solltet ihr dann nachtragen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Was ich jetzt noch habe, wir haben ja vorher von diesem Musterplan gesprochen, wo ich sehe, was ich alles praktisch ausmessen muss. Die Vorlage. Die findet ihr bei Grundriss oder bemaßte Skizze unter Vorlage. Ja? Genau, da geht ihr drauf. Dann tut je nach Browser, tut es runterladen, könnt ihr drauf und euch das nochmal als PDF-Datei ausdrucken. So, dann gehen wir an deinen Platz rüber. Genau. Und tun dann praktisch mal den Boden designen, nicht mit dem Floor Designer, sondern wenn wir das machen. So, was haben wir jetzt hier? Die Anfrage ist jetzt angekommen. Wir haben zum Kunden eben die eingetragenen Kundendaten, zur Fläche, Werkstatt, Beton. Das heißt, wir haben hier eine Übersicht komplett. Was haben wir jetzt hier noch als Anhang gleich? Ah, ein Grundriss. Perfekt. Hey, der hat sogar an alles gedacht. Der hat sogar die ganzen Wände nochmal bemaßt. Dann die Nebengaragentor, die kleinen Wände, die Tür haben wir bemaßt. Also haben wir an alles gedacht. Und rutschiger Boden steht auch noch dabei. Das heißt, wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall EPDM. Was wir noch haben, ist Logo. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich weiß hinterlegt, weil das auf schwarz kommt. Cool. Dann können wir damit starten und arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt hier. Sandro hat jetzt den Vorgang bekommen und tut jetzt praktisch das Ganze bei uns im System bemaßen und tut dann praktisch den Grundriss digitalisieren und tut auch das Design dementsprechend entwerfen. Wir zeigen euch gleich, wie das dann praktisch aussieht, wenn wir das hier fertig gemacht haben. Das, was wir jetzt sehen, ist, wir haben jetzt praktisch den Grundriss hier digitalisiert. Das heißt, wir sehen dann zum einen hier jetzt mal, wie es original aussieht und dann eben digitalisiert. So, und jetzt geht es dann praktisch ans Design. Ja.